Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Innenminister, wenn ich Sie hier so reden höre, dann muss ich ganz ehrlich sagen, meine Wahrnehmung ist, Sie haben wirklich den Kontakt zu Ihren Polizistinnen und Polizisten verloren, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn Sie mit Polizisten in diesem Land reden, dann stellen Sie fest, dass die innerlich gekündigt haben, dass die demotiviert sind wie noch nie aufgrund ihrer Reform. Dann sitzen die in den Revieren und bewachen die Reviere nachts, weil eben Schließzeiten noch nicht eingeführt werden können, weil einfach die Technik viel zu teuer ist. Und das ist deren einzige Aufgabe, das Revier nachts zu bewachen. Und das ist dann ihr effizienter Ressourceneinsatz. Und das sind eben die Ergebnisse ihrer Reform. Und ich will noch was sagen zur Gesamtzahl registrierter Straftaten. Herr Minister, Sie können gerne auf mich reagieren, aber nicht dazwischenreden habe ich auch nicht getan. Um 1,3%. Herr Minister, mit der Einführung Ihrer zentralen Anzeigenbearbeitung ist den Leuten doch klar, Massenkriminalität wird in Brandenburg verwaltet, nicht mehr verfolgt. Und dann zeigen Sie schlicht und ergreifend nicht mehr an. Und wenn Sie dann die Reviere auch noch mit Öffnungszeiten oder Schließzeiten, wie Sie auch immer wollen, versehen, dann wird diese Anzeigebereitschaft der Menschen noch weiter sinken. Und dann sage ich Ihnen noch mal was zu diesen schön gefärbten Darstellungen, die Sie hier gegeben haben. Fahren Sie mal nach Elbe-Elster. Reden Sie mal mit einigen Inspektions- und Revierleitern da unten. Herr Innenminister, dann werden die Ihnen sagen, dass zum Beispiel bei der Kontrollkriminalität, und das ist Drogenkriminalität, Drogenkriminalität ist Kontrollkriminalität, die Zahlen nicht das widerspiegeln, was tatsächlich dort los ist. Da gibt es eine neue Droge. Sie gucken so erstaunt. Ich sage es Ihnen heute, fahren Sie hin. Die heißt Crystal Meth, hochgefährlich. Gucken Sie ein bisschen, das ist ja gut. Aber sie fließt in der Statistik nicht ein, sie spiegelt sich nicht wieder, weil Sie es nicht kontrollieren. Und ich muss Ihnen sagen, es ist auch schon Ihre Aufgabe als Innenminister, die Kriminalitätsstatistik ein bisschen mit einer kritischen Distanz zu reflektieren. Und Sie wissen auch, in diese Gesamtzahl der registrierten Straftaten fließt der Raub oder die schwere Erpressung. Herr Woidke, fließt der Raub und die schwere Erpressung genauso ein, die zum Beispiel im Rahmen von Rockerkriminalität und organisierten Strukturen begangen wird, genauso ein wie der einfache Ladendiebstahl. Und das soll nun der Gradmesser tatsächlicher Kriminalitätsbelastung für Sie sein. Sie wissen das und Sie stellen sich hier anders. Und das finde ich gegenüber den Menschen nicht ehrlich. Und wenn Sie hier was von Sachsen erzählen, möchte ich Sie daran erinnern, wir sind hier in Potsdam im Land Brandenburg, Sie sind Innenminister des Landes Brandenburg. Und Brandenburg hat anders als Sachsen in der Mitte Berlin. Brandenburg hat, das haben Sie dargestellt, gehört zu den Ländern mit der größten Kriminalitätsbelastung und Brandenburg hat 250 Kilometer Ostgrenze mit den spezifischen Problemen. Und diese Probleme müssen Sie lösen und hier nicht ablenken. Vielen Dank. Und nun darf der Minister reagieren. Herr Lagmacher, Sie müssen sich schon entscheiden. Kriminalitätsstatistik ist eine bundesweite Angelegenheit. Da werden die Daten so erhoben, von allen Ländern gleich. Da hat man eine Vergleichbarkeit und das wissen Sie sehr genau. Also tun Sie nicht so, als ob wir hier eine Brandenburger Kriminalitätsstatistik hätten. Punkt 2. Sie beklagen, dass die Polizeireviere über Nacht besetzt sind. Das werde ich mir sehr genau merken und dieses, was Sie hier gesagt haben, auch dann mitnehmen in Bürgerforen, zum Beispiel morgen nach Frankfurt-Oder. Natürlich haben wir eine Besetzung in der Nacht und wir werden sie auch weiter haben, da wo es notwendig ist. Aber was vorher passiert ist, vor der Strukturreform, wissen Sie auch. Die Streifenwagen waren nicht mehr unterwegs. Dafür saßen drei leitende Polizeibeamte in der Polizeiwache. Und das haben wir geändert und das war richtig so. Danke.